Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Emperor. Im letzten Part haben wir das Monument abgeschlossen und damit begonnen, ein Villenareal aufzubauen. Und es sollte auch soweit eigentlich ganz gut klappen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Bronzeware brauchen. Ich hoffe ja nicht. Ich frage mich, in wie vielen Jahren endlich mal hier welche ankommen. Ich meine, könnte ganz nützlich sein. Schon gut, versuch es nochmal. Konzentrier dich. Halt, 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 halt! Denk daran, du musst der Kaiser sein. Sei der Kaiser. Kann es sein, dass sie einfach das nicht dahin gehen, weil sie es nicht brauchen? Wäre eine Idee. Naja. Ich kann einfach mal einen Weg hinbauen. Ihr sollt da nicht hin. Sag mir. Ernsthaft? Weil es an der falschen Seite war. Weil es an der falschen Seite war. Willst du mich eigentlich verarschen? Hast du alles eingepackt? Das ist ein guter Tag, um die Leute mit Volksliedern zu unterhalten. Sollen wir verrückt vor Liebe zum Besten geben? Ich würde endlose Feindseligkeit vorziehen. Top. Wie ich immer einfach die Inspektortürme vergesse. Super klasse. Bin stolz auf mich. Ja, ist hier ja nicht eingestürzt. Super. Richtig, richtig stolz auf mich. Du musst dich entspannen. Oh, das wäre auch gleich angefackelt. Könntet ihr bitte das Gebäude löschen? Danke. Ich sollte das schon selber aufzubrennen. Stimmt. Konfuzianisten brauchen wir noch. Richtig, da war ja was. Arbeiter? So viele? So. Ich meine, das geht ja sowieso erstmal nur auf. Bis zu wie viel geht das eigentlich immer noch? Ach, bis zu 300 Arbeiter kann ich nur locker verkraften. Von daher interessiert es mich nicht. Wie lange kauft die denn ein? Und kommt mit nichts zurück. Muss es sich selbst beschaffen und Hände weg von meinen Lebensmittelkörben. Du bist meine Tante, weißt du? Die kaufen hier regelmäßig würzig ein. Ach, hier hast du deine Musik. Warum? Warum ist da... Der Kräuterkundige. Ja, klasse. Hier, Kräuterkundige. Hier, Kräuterkundige. Oh, noch irgendwo Platz. Hier, Akupunktur. Das sind mir ein paar Kandidaten, ganz ehrlich. Ja, so.
Ach, flieht doch nicht alle. Ja, 500 können wir da rein, also. Würde die bitte dann noch das mal schaffen einzukaufen? Ich hab schon Angst gehabt, ich müsste jetzt noch eine neue Map dann wieder aufbauen. Aber nö. Wenn du so lange brauchst zum Einkaufen. Da liegen. Hier liegen wunderschön 4 Vorräte. Ganz gleichmäßig. Ihr kriegt es nicht gebacken, das mal einfach mal einzusammeln. Ist doch einfach eine Verarsche, oder? Könnt ihr doch nicht ernst meinen. Sogar zu Ahnenschrein verloren. Was denn nur noch? Warum kriegen die es einfach nicht geschissen, mal in die Mitte zu gehen? Geldnot. 2000 Geldeinheiten. Geld. Was ist das schon? Dadurch, dass wir viel zu viel Ton haben, Keramik haben, kommen wir einfach nicht mehr mit der Lagerung der Keramik hier hinterher. Keine Waren. Du möchtest mich doch wirklich verarschen, oder? Spiel, das kannst du doch nicht ernst meinen. Also wirklich nicht. So. Jetzt machen wir eine schicke Mühle. Die genau dafür zugeschnitten ist. Ach, kriegst du sogar noch extra. Oh, das ging schnell. Flop. Auf einmal ist es appetitinregend. Muss es sich selbst beschaffen und Hände weg von meinen Lebensmittelkörben. Nicht die Mitarbeiter. Ja, bis 300 ist mir alles egal. So, ich hole mir jetzt... da. Ich hole mir jetzt wieder Chao Yun. Dann ist die Sache gegessen. Plapp. Na, plopp. Nicht plapp. Wer sagt denn schon plapp? Also bitte. Wusel, 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 wusel. Wusel. Halt, 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 halt! Denk daran, du musst der Kaiser sein. Sei der Kaiser. Versuch es nochmal. Und jetzt kommt Quincy Orange, weißt du? Wichte, wichte. So, du gehst jetzt hier hinter. Ram pam 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 pam. Oder brauchen die nicht schon ab dem Punkt die Waren? Sag mir bitte nicht. Das macht das Ganze ein bisschen umständlicher. Das war so klar. Wer verkauft mir den Waren? Du musst dich entspannen. Lack. Kann ich nicht einfach Waren verkaufen? Natürlich muss ich sie erst herstellen. Und von wem? Chengdu. So. Dann. Mal das eben hier hin. So, Chengdu. Breitet sich das viel? Ah, geht. Und Lackwarenbetrieb. Ihr braucht auch noch Holz, ne? Ja, natürlich. Das war zu erwarten. So, Straße zwischenklatschen. Einmauern, brauche noch ein Lagerhaus.
Vergiss die Teller. Kannst du jonglieren? Nö. So, flop. Und da lag importieren. Viel zu viel Rohseide. Brauche ich mal Webereien. Oder einfach mehr Platz. Und wir können durchaus weniger Tee importieren. Das bringt ja nur Verluste ein. Ach, der macht auch vor Sperren halt. Gut. Das ist köstlich. Schneller. Abspeichern. Ach, der müsste außen rum. Ja. Egal. Das wird wohl ausreichen. So, müsste gleich der Typ ankommen. Da ist er. Na, ich erwische dich. Behälter werden den edlen Damen in dieser Gegend gefallen. Das möchte ich auch hoffen. Bin ich der Mitarbeiter? Juckt mich nicht. Ich möchte bitte eine Lackware, ja? Den Rest könnt ihr gleich wieder wegschmeißen. Ich habe auch so ein seltenes Talent dafür, in kürzester Zeit meine Lagerhäuser zuzuspenden. Unglaublich. Yes! Was? Das ging schnell. Yay, wir sind fertig. Verdammt, jetzt müsste ich vielleicht noch eine neue Map anfangen. Will ich aber nicht. Wird es im kurzer Part, mir doch egal. Sie haben einen prächtigen Palast in der neuen Hauptstadt Chengdu erbaut. Die neue Jin-Dynastie der Jurchen nimmt einen guten Anfang. Überraschenderweise hat auch die Song-Dynastie überlebt. Hui Zongs neunter Sohn entkam den Jurchen und wurde ein paar Jahre später das Oberhaupt des Staates Südsong mit Linan als Hauptstadt. China ist durch den Yangtze-Fluss in Nord- und Südchina geteilt, aber jede Hälfte blüht und gedeiht. Das kann doch nur in Konflikt ausarten. So, Bevölkerung, Gutpunkte, Stadtkasse, minimal Gutpunkte, Handelsstätte, Wohnungsziele, Monument, monatliche Strafe. Ja, passt. Der Fall der Khitan und der Aufstieg unserer Jin-Dynastie haben die politische Landschaft verändert. Das Liao-Reich der Khitan in der Mitte der nördlichen Steppe gibt es nicht mehr. Eine neue Macht geht aus diesem Vakuum hervor und beansprucht die mongolische Steppe. Chinggis Khan hat die Stämme der Mongolei geeint und kämpft derzeit gegen das Xia-Xia-Reich im Westen. Sein Aufstieg zur Macht erfolgte plötzlich und schnell. Unsere Spione berichten, dass sich die mongolische Kavallerie neuer gefährlicher Taktiken bediene, mit denen sie all ihre Feinde zu schlagen vermögen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Reichtümer unseres Landes die Aufmerksamkeit des großen Khan erregen. Der direkte Weg von der Mongolei zu unserer Hauptstadt Chengdu führt über einen langen, schmalen Gebirgspass, 100 Li entfernt im Nordwesten. Der Jiongwan-Pass wird zurzeit lediglich von verfallenen Befestigungen aus der Tien-Dynastie geschützt. Direkt in der Mitte des langen und schmalen Passes, an der Stelle der alten Arbeitslager aus der Tien-Dynastie, müssen wir einen neuen Steinwall errichten. Das wird Ihre Aufgabe sein, oh mein vertrauenswürdigster Architekt. Die Wände des Tales sind steil und führen zu einem kleinen Bach in der Talsohle. Dort finden Sie jagdbares Wild, Holz und Steinbrüche. Hoffen wir, dass Sie das Eisen nicht für Waffen verwenden müssen.
Wir möchten dieses Projekt abschließen, bevor die mongolischen Horden durch das Tal fegen. Haben Sie Vertrauen, treuer Diener. Ihr Vorhaben hat die volle Unterstützung des Kaisers. Wir werden aus Chengdu regelmäßig Steine an Ihre Baustelle schicken, um Ihre lokale Steinversorgung zu ergänzen. Die Aufgabe muss schnell vollendet werden. Das Schicksal Chinas liegt in Ihren Händen. Das kann doch nur schief gehen. Wüste? Wetten? Nicht? Oh, keine Wüste. Keine Wüste. Unglaublich. Das sind die Ausläufer des kleinen Baches. Das Mongolenreich. Ja. Ansonsten haben wir unsere schönen Sachen. Chengdu sind wir. Verkaufen Seide, Kram und Papier. Das passt. Kauft Holz und Waffen. Also Holz und Waffen stellen wir selber her. Ist ein bisschen dämlich, aber naja. Soll uns nicht stören, denn wir dürften da genug davon haben. Wir können auf Appetit anregend hochkommen, da wir kein Bevölkerungsziel haben und nichts passt das. Wir brauchen einen Haufen Maurer und haben einen guten Steinbruch. Reicht völlig aus. Oh, kommt man nicht durch. Schade. Schauspielschule haben wir trotzdem, genauso wie die gehobenen Wohnungen. Ich glaube, ich baue das nicht. Hier haben wir unsere Eisenquellen, da unten auch. Passt also. Das heißt, wir brauchen uns nicht vor die Mauer wagen, können wir es mal realistisch gestalten und möglichst versuchen, alles hier unten zu bauen. Falls ich es bis demnächst nicht vergesse. Wen haben wir denn? Qinchuanchi, Guandi, Mengchi, Sun Wukong und Xi Wangmu. Brauchen wir für die Monumente, können kämpfen. Ist eigentlich sinnlos, nur für den Handel und der kann auch kämpfen, aber nur zu Hause, oder? Keine Kosten? Wo steht denn das? Er bekämpft Feinde sowohl zu Hause als auch in der Fremde. Ah! Achso. Wer war denn das? Ich vergesse das jedes Mal aufs Neue. Nun gut. Habe ich schön noch zum Ende hingeschreckt. Dann bauen wir die große Steinmauer aus. Die große Mauer von China. Chinas. Ja, würde ich sagen. Bis dann, Leute. Haut rein und tschüss.